Ja, einer für alle, alle für einen, wir halten es zusammen. Was ist denn schon hier, Matti? Ja, Matti! Matti heute extra heiß. Der VfL befindet sich seit 17/15 gestern in der Aufstiegssaison. Ah. Heißt, das ist das letzte Aufstiegstrikot, das aktuelle also. Ja. Du hast dich auch schön feiern. Ja, nur extra. Für dich. Fantastisch. Jungs, lasst es euch schmecken. Vielen Dank für Schmieren. Schön. Und alles Gute für die Aufstiegssaison. Vielen Dank. Wir sehen uns in 2 Wochen. Ja. Tschüsschen. Das kam ja überraschend schnell. Boah, heute. Hallo, liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen. Ciao, Matti. Zum Mittwoch von der Hafenstraße mit meinem Kollegen Stefan Papa Sander und Marlon Jöbacher an dieser Stelle. Und haben heute wieder ein paar heiße Themen für euch mitgebracht. Wünschen uns natürlich, dass ihr uns abonniert, bevor du was sagst, auf Instagram, Facebook und auf unserem YouTube-Channel. Jetzt dafür. FC Bayern. Ja, ne, wollen wir gar nicht drüber reden, Stefan. Aber Gratulation, weil der FC Bayern München ist nun mal deutscher Meister geworden. Und wir haben tatsächlich brandheißes Bildmaterial dazu. Wir waren vor Ort, ja. Wir waren vor Ort und haben geguckt, wie gefeiert wurde. Und gehen auch direkt mal einfach rein. Und das ist der Moment des Abpfiffs und absoluter kollektiver Ausraster. Alle rennen auf den Platz. Zweite Frauen-Bundesliga. Die wir nämlich nun zeigen bei Soccerwatch TV. Ab der kommenden Saison dann auch alle Spiele bei uns live und in den Highlights zu sehen. Jetzt der Spielerfrau von Hummels, Alaba, Lewandowski, alle dabei. Immer dabei. Aber nur als Zuschauerin. Ja. Aber finde ich bei manchen gar nicht schlecht, wenn die spielen würden, muss ich sagen. Kati Hummels, so kann ich mit dem Mats, schick die vorbei, vielleicht kann die ein bisschen kicken. Oder mit Bällen. Sieht auf jeden Fall gut aus. Sieht auf jeden Fall gut aus. Feiern können die genau wie ordentlich wie abgegangen, die genau wie die Männer. Und in diesem Sinne, Glückwunsch von uns. Ja? Und das nur mal für Bayern München. Ja, aber nur für die Frauen. Das ist in Ordnung. Okay. Bei den Männern bin ich leider raus, wie du weißt. Du bist ein Frauenfreund. Ja. Ich bin ein Frauenfreund. Und wer auch ein Freund war übrigens, ist unser Kollege Fabinho FIFA, wie er sich bei YouTube nennt. Der hat nämlich letzte Woche, als wir ein 21:2 gezeigt haben bei YouTube, unseren Mittwoch kommentiert und hat gesagt, wir vom VfR Lasbeck hatten nur 11 Mann dabei. Einige davon waren noch leicht verletzt und wir hatten Leute, die schon über 50 waren. Sensationell, ja. Irgendwann gab es dann noch eine rote Karte gegen uns und 2 Leute sind verletzt vom Feld gegangen. Ja, lieber Fabian oder Fabinho, tut uns sehr leid. Aber erstmal Respekt an die Ü50-Kollegen, die sich da noch hingekniet haben. Ja. Hingekniet haben sich vielleicht auch, aber reingekniet. Gott, auf jeden Fall. Weiter wollen wir gar nicht denken. Und sind sowieso gerade bei Meisterschaften, bei Aufstiegen. Bei Erfolgen, ja. Du hast uns da ein bisschen was organisiert, habe ich gehört. Ja, unser Lieblingsverein, den wir hier wochenweise schon immer in bester Position zeigen. Ein Team, ein Traum, eine Leidenschaft. Und warum eine Leidenschaft ist, eine Scheide. Genau. Eine Scheide für Deutschland. Ja, und die Jungs haben feuchtfröhlich gefeiert. Eine Scheide für Deutschland. Und wie man hier sieht, guck mal, aber geil, also das Stadion, ausverkauft das Stadion an der Heide platzt aus allen Nähten. Ja, ich habe an dem Tag die Karten verkauft. Oben am Kassenhäuschen. Ja, wie viele Bratwürste hast du gegessen? 4. Sieht man. Und später in der Kabine ging es auch noch heiß her. Ja, da haben wir mal richtig geflutet. Und zwar, wie man hier sieht, richtig geflutet, alles unter Wasser. Ja, und die Kollegen bringen sich sogar Wirkungsmaßnahmen auf. Ah, Snatcher! Die sehen aber direkt cool. Ja, die wollten auch einen anderen Vertrag jetzt haben. Die sind jetzt hier ganz oben. Edelvertrag für den SC Heide. Und der SV Borbeck hat uns auch was Schönes bei Facebook zukommen lassen. Das dürft ihr auch. Ja, wir freuen uns sehr, dass der SV Borbeck das gemacht hat. Da war nämlich ein Flitzer unterwegs. Und da schauen wir jetzt einfach direkt mal rein. Ich zeig dir das. Und zwar, hör genau hin. Mit grünen Perücken auf Platz. Aber die Lache ist viel geiler. Pass auf. Also, wer auch immer im Hintergrund gelacht hat, du bist der wahre Flitzer. Dich wollen wir nächstes Mal nämlich nackig auf dem Platz sehen. Also schick uns zeig uns dein Gesicht. Ja? Ja, was jetzt? Was soll jetzt sein? Gesicht oder? Na, erstmal sein Gesicht. Okay, aber ich wollte gerade sagen. Also scheint nicht angekündigt gewesen zu sein. Aber der SV Borbeck ist scheinbar gut für Überraschungen. Soll ja keiner sagen, dass wir Nacktaufrufe machen, ne? Ne, Nacktaufrufe wollen wir auch gar nicht machen, ne? Also, aber wie gesagt, war sensationell gut. Ja, und was wir natürlich immer haben, wie jede Woche, apropos Aufstiege, unseren Malle-Counter. Da fliegt er wieder, ja.
Und unser Kollege Timo Brauer, noch RWE-Spieler, der ist nämlich vor Ort, hat mit uns schon gesprochen, hat uns erzählt, ja, wie gut die Frauen so sind, die da rumlaufen. Oh, also gesprochen hat er jetzt nicht mehr richtig. Ja, ich habe gehört, die Handballteams sollen jetzt weniger Gas geben, aber ja. Gruß an die Redaktion. Aber Timo hat uns was zukommen lassen und hat uns gezeigt, was da abgeht, hat nämlich Henrik Bonnmann getroffen, den gebürtigen Essener, der bei 1860 München Torhüter ist. Und die beiden haben da ein bisschen zelebriert und wie man hier unschwer erkennen kann, Timo mit im Robocop-Outfit, ja? Also, ja, wenn man durchschnittliche Saison nochmal steigern möchte, ne? Dann ist man da richtig und lässt mal da richtig die Sau raus. Aber meinst du, Timos Freundin hat ihm die Brille mitgegeben und hat gesagt, Schatz, lass sie auf, damit sich keiner angräbt? Kann schon sein. Ja, macht ihn aber sehr attraktiv. Ja, ich meine, ist ein Attraktiv. Kann ja auch alles tragen, ne? Also, kann alles, nur kein Fußball spielen, sonst wäre er nicht bei Rot was essen. Timo, war nur ein kleiner Scherz. Aber mach weiter, Robocop, und zeig den Frauen, wer du bist. Nee, und die ja. Mit Schießgewehr. Mit Schießgewehr, ja. Der kleine Timo. Ja, und was wir dann auch noch Schönes haben, ist natürlich GZSZ. Oder SZ. GZ in diesem Fall. Denn wir wollen mit den Fouls anfangen, mit den schlechten Zeiten. Und gehen da mal rein und gucken uns mal an, was diese Woche so Schönes vorbereitet worden ist. Foul Nummer Uno, Stefan. Der Arschtritter aus Dortmund ist unübertroffen, glaube ich. Aber da wurde schon der erste umgeholzt, dann langer Ball in die Spitze. Und ich vermute, jetzt kommt der Torwart raus und ratsch! Schön umgehauen. Ja. Klassisches, nehm du ihn, ich hab ihn sicher und der Torwart trifft ihn nicht mehr. Ist so eine 2, würde ich sagen. Ist eine 2? Ist eine 2. Gucken wir uns vor. Geht vielleicht noch besser, aber war schon ganz gut. Gucken wir uns vor Nummer 2 mal an. Die Schwatten gegen die Weißen. So, und der Ball ist am Strafraum. Und, da tritt der mal richtig da. Vor allen Dingen ist er mit dem Kopf noch ins Bein reingeflogen. Schön gegen Steißbein, einmal davor. Kieferorthopäden. Den würde ich auch gerne mal in die Sendung einladen. Wie er jetzt aussieht. Wie er jetzt mittlerweile aussieht nach der Operation. Nach der OP. Ja. Vielleicht auch wie Robocop. Vielleicht war er das auch. Das war der echte Robocop. Das war der echte Robocop. Und dann haben wir noch Foul Nummer 3. Und Foul Nummer 3 habe ich mir sagen lassen, ist ein Leckerbissen heute, Stefan. Und zwar. Wir haben ja eigentlich nur Leckerbissen. Wir haben nur Leckerbissen. Du vor allem bist der größte Leckerbissen hier in der Sendung. Und dann, guck mal, wie eine Tipkick-Figur oben drauf und patsch. Einfach gegen Schiemann. Und wird auch noch, guck mal, gibt noch eine kleine Matcherei hier sogar. Ja, er hat natürlich nichts gemacht. Wieder wahrscheinlich. Ja. Gibt Rot? Ja, gab tatsächlich die rote Karte. Ist aber verdient, muss man sagen. Verständlich. Mein Tritt, fand ich gut, ja? Fair geht vor. Waren schon ein paar schöne dabei. Aber noch schöner, und darauf freut ihr euch natürlich am meisten, sind unsere Tore. Wir haben hier was mitgebracht, und zwar... Vielleicht sollte auch noch ganz kurz, bevor das Video startet, dazu sagen, wir haben jetzt mittlerweile auch eine Abstimmung über Facebook zusätzlich eingebaut, wo ihr das Tor der Woche wählen könnt. Bitte mal. Und da schauen wir jetzt einfach mal rein. Und bei YouTube natürlich genauso, ja. Es ist also die Möglichkeit, da das Tor der Woche zu wählen. Wir werden dann am Ende des Monats darauf hinweisen, welches Tor dann das Tor des Monats geworden ist. Und das geht am Ende in eine Endabstimmung für das komplette Jahr. Tor Nummer 1, Westfalia Hokkade gegen Nettetal. In Arjen Robben man hier links oben reingeschlenzt. Ja, hat er recht. Duisburger küsst das Bayern. Brauchen wir nicht drüber reden. Wir sind hier Frauen-Bundesliga, Bayern München 2. Ja, das ist in Ordnung. Da kann man auch küssen, würde ich es trotzdem nicht. Ja, aber es ist in Ordnung. Tura Duisburg hat gespielt gegen TuS Mündelheim. Auch da ist ein Tor gefallen. Langer Ball in den Strafraum. Kopfballduell. Ja, Ball ähnlich noch nicht im Aus wie bei Borussia Dortmund gegen Mönchengladbach beim Hako Reus. Und dann herrlicher Schlenzer ins lange Eck. Ja, schönes Tor. Geile Bude. Und bevor wir anstoßen, lieber Stefan. Auf die drei Tore haben wir noch den VfL Mendenplatte gegen Simmern. Auch da ist ein schönes Tor gefallen, das die Redaktion für uns rausgekramt hat. Ich nehme schon mal mein Bieröffnungsbesteckgerät und das war ein geiler Knaller. Aber guck mal, aus 30 Metern eiskalt den Schlappen einmal rein und batz. Und darauf stoßen wir an. Geile und natürlich Kiste. Auf die Scheide. Ja, ein Team, ein Traum, eine Leidenschaft. In diesem Sinne zum Wohl, liebe Freunde. Ja, Stefan, wir haben ein Tippspiel gehabt letzte Woche und ich glaube, ich bekomme... Woran hat es gelegen? Was war da los? Ich bekomme noch was von dir, oder? Warum? Können wir das mal auflösen? Also da bin ich noch nicht so ganz einverstanden mit. Womit bist du nicht einverstanden? Nee. Was genau zeig ist... Zeig mir jetzt noch nicht, dass ich da in irgendeiner Weise verloren habe. Okay, Tippspiel, pass auf. Geh mal einmal in die KW20. Hast du noch mal eine Übersicht, Stefan? Mhm. Hier ganz klar zu sehen. Also es lag an South Dortmund, würde ich sagen. Das ist auf jeden Fall der Knackpunkt gewesen. Ich glaube, ich habe anhand der Tendenz nicht gewonnen, aber ich war näher mit den Toren dran. Ich glaube, das ist ja, musst du mir aber jetzt mal erklären.
Ne, haben wir jetzt in der Sendung keine Zeit. Ich hab geholt. Klar, die Revier, die winkt schon wieder da immer. Also, das ist heute nicht drin. Aber was viel wichtiger ist, wir haben das Tippspiel für nächste Woche, Stefan. Und da knallen wir direkt mal rein. Kreisliga B, SV Burg Altendorf 3 gegen Stoppenberg 2. Ich tippe 2-1 Heimsieg für Burg Altendorf. Ich tippe 1-2. Kreisliga C, VfL Kemminghausen 3 gegen TuS Kruckel 2. 1-1. 2-4. Kemminghausen 3 übrigens, der Verein, wo neulich Kevin Großkreuz ein bisschen... Ja, genau, die sind jetzt auf Revanche. Die wollen jetzt richtig Gas geben. Und Oberliga Niederrhein, mein Kollege Marc Enger, lieber Marc, schöne Grüße an dieser Stelle, mit der Spielvereinigung Schonnebeck in der Oberliga Niederrhein gegen den FSV Duisburg. Der Marc macht einen Hattrick zur Saisonabschluss, 3-1 für Schonnebeck. Und da ich ja mit deinem Kollegen, hinter deinem Rücken auch noch einen Deal habe, sage ich sogar 6-1, weil der macht nämlich sogar 5 Tore. Wenn der 5 Tore macht, kriege ich Kasten mit zum nächsten Sinne. Okay, und ich setze mein... Und Marc, Kasten, du kriegst die Hälfte, also streng dich an. Und ich setze mein E-Jung-Pokal. Meine. Vorerst. Also, ja, der ist ein Wanderpokal. Ja, ist ein Wanderpokal. Naja, okay. Die Wanderhube. Ich spreche nicht aus, aber du, ja? Ja, okay, aber komm. Ja, mein Lieber, und weil es so schön ist, können wir jetzt noch das vom Matti mitgebrachte Matt verzehren, würde ich sagen. Abonniert bitte unsere Kanäle, ja, Instagram, Facebook und YouTube natürlich, damit ihr mitkriegt, was hier im Amateurfußball an unserem Mettwoch von der Hafenstraße so abgeht. Hast du noch was? Ja, ein Abschluss. Wir haben noch ein 80-Meter-Tor aus Österreich. Ja, von unserem Partner. Und damit Leupersdorf-Kitzladen gegen Hannersdorf. Richtig. Weiß ich natürlich als Experte. Guckt euch das an, genießt das, schnallt euch an. Absolut geile Bude, ja. Und wir verabschieden uns an dieser Stelle mit einem Gruß an den SC Heide natürlich nochmal. Gratulation zum Aufstieg, liebe Scheide. Und immer schön feuchtfröhlich am Glas. Durch die Hose an. Genau. Sowieso. Adios, du bist der DJ. Und du zeigst das Tor. So, das war's.